Wisst ihr, wie man kostenlos Aquariumfische besorgen kann? Ich erzähle es euch jetzt. Alles, was ihr dafür benötigt, ist ein Netz und einen Transportbehälter. Los geht's! Und natürlich ein Kanal mit Gambusen. Fange ich welche oder fange ich keine? Zwei Gambusen, aber extrem kleine. Ihr braucht eine Stelle mit Gambusen. Hier in den Kanälen bei Bibione ist alles voll mit Gambusen und es sind auch zahlreiche Kanäle hier. Ich füttere ein wenig an, damit sie gezielt auf meinen Platz kommen. Ja, ich habe ein paar und sogar eine schöne große. Ja, ein paar. Ich habe bis jetzt noch nie Gambusen im Aquarium gehalten. Gambusen bekommen angeblich 80 Junge pro Wurf. Deswegen gibt es hier so viele. Und noch mehr Gambusen. Alles, was ihr braucht, außer einen Kescher und einen Kübel, ist eine Angellizenz. Eben für hier. Denn Fische fangen ohne Lizenz ist fast überall verboten. Aber man darf in Italien mit einem Kescher, der 50 cm Durchmesser haben darf, Fische fangen. Somit tue ich das ganz legal. Und noch ein paar. Und als invasive Art haben Gambusen natürlich auch kein Mindestmaß. Ja. Schöne Heuschrecken gibt es ja auch. Riesige Heuschrecken gibt es ja auch. So eine Art habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und ich habe schon sehr viele Heuschreckenarten gesehen. Wir haben jetzt viele Gambusen gefangen. Da wir aber sie züchten wollen und keine Inzucht betreiben wollen, werden wir jetzt noch auf eine andere Stelle fahren. Mit oder ohne den Heuschreck. Das muss ich entscheiden. Ich glaube, den lassen wir hier. Diese schöne Heuschrecke setzt natürlich wieder aus. Das war eine schöne Heuschrecke. Es gibt hier auch so kleine Wasserlöcher, so groß wie ein Aquarium. Und hier gibt es auch Gambusen drinnen. Ich habe ein paar. Gambusen sind hier keine einheimischen Fische, sondern eine invasive Art, die hier ausgesetzt wurde, damit sie die Moskitos oder die Larven von Moskitos und Stechmücken essen. Denn eine Gambuse kann ihr eigenes Körpergewicht pro Tag selber essen. Hab wieder ein paar. In diesen Kanälen gibt es sehr viele Gambusen. Und wieder ein paar Gambusen. Das ist wirklich einfach. Zum Transport verwenden wir einen zweiten Kübel, der etwas größer ist, wo wir dazu jetzt noch einen Kühlbeutel geben, damit sie den Transport gut überstehen. Jetzt kommt noch ein Kühlbeutel zu den Gambusen. Dadurch bleibt das Wasser kühler, wird nicht zu warm. Und die Fische brauchen weniger Sauerstoff. Wir sind jetzt von Italien am schnellsten Weg nach Hause gefahren. Und jetzt kümmern wir uns um die Fische. Wir richten schnell das Aquarium ein. Also los geht's. Schauen wir mal, wie es denn geht. Den Eisbeutel brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Gambusen haben den Transport gut überstanden. Bereits vor dem Urlaub haben wir unser 1000 Liter Becken ausgeräumt. Falls wir etwas mitnehmen, damit es eben zur Verfügung steht.
Wir müssen das jetzt schon einrichten. Wir haben hier einen Haufen Schotter. Der wird nach Hause gekocht und ins Wasser gegeben. Das Wasser muss natürlich auch noch eingefüllt werden. Was ich mir schon hergerichtet habe, ist ein Aquariumfilter. Der ist schon fertig einsatzbereit. Und Kies. Doch den müssen wir noch auskochen. Steine kochen wir genauso aus. Diese Kieselsteine sind schon gekocht und ausgekühlt. Jetzt kommen sie ins Aquarium rein. Und jetzt geben wir den Kies ins Aquarium. Als erstes montieren wir den Ausströmer. Der sorgt später für Luft und Bewegung im Wasser. Da Luft leichter ist als Wasser, brauchen wir etwas, um den Ausströmer zu beschweren. Deswegen verwenden wir Steine, die wir so hinrichten, dass der Ausströmer nicht auftreiben kann. Zusätzlich kommt zwar noch Kies drauf, aber der alleine reicht nicht. Zusätzlich verwenden wir einen Stein dort, wo der Luftschlauch aus dem Becken hinausgeht. Vorsichtig geben wir jetzt Kies auf den Schlauch, damit der dann gut verdeckt ist. Vorher sieht der Bereich rund um den Ausströmer ca. so aus. Da kommt jetzt noch Kies drauf. Sobald das Wasser zum Kochen beginnt, gebe ich den Kies hinzu. Und dann rühre ich ein wenig um und warte wieder, bis es zum Kochen beginnt. Nachdem wir jetzt einiges an ausgekochtem Schotter hineingegeben haben, folgt jetzt der Sand. Dieses Sandsäcke ist 25 Kilo schwer, der muss jetzt in der Aquarium rein. Ich will auf die Leiter und jetzt lege ich das Ganze ins Aquarium, hoffentlich ohne dass das Aquarium zusammenbricht. Puh. Jetzt leere ich den Sand aus. Zwischendurch leere ich wieder Kies ins heiße Wasser. Ich fülle gleich einen zweiten Sandsack ein. Bei dem Sand, den ich heute verwende, handelt es sich um beigen Quarzsand. Heute am Vormittag haben wir noch in Italien Busen gefangen. Jetzt stehe ich hier mitten in der Nacht und warte darauf, dass der Kies fertig gekocht ist und dass wir die Gambusen ins Aquarium setzen können. Wie man sieht, dieser Kies muss dringend ausgekocht werden. Wenn der Kies ein paar Minuten kocht, bringen wir ihn ins Freie. Als erstes leere ich das braune Wasser aus, ohne den Kies mitzuleeren. Wir machen das unter erschwerten Bedingungen, denn hier gibt es Hornissen. Die mag ich nicht sehr. Da der Kies so heiß ist und noch Dreck drin vorhanden ist, gebe ich noch kaltes Wasser dazu und rühre dann um. Hier geht noch Dreck raus. Ich wiederhole das ein paar Mal. Dann kommt der Kies zum Aquarium. Endlich habe ich es geschafft, der letzte Kübel. Zum Abschluss kommen noch 25 Kilo Aquarienkies rein und dann sind wir fertig im Brunnengrund. Wir lassen das Wasser nicht direkt ins Aquarium rein, sondern in eine kleine Box, denn dadurch entsteht weniger Bewegung im Untergrund und das Wasser wird nicht aufgekühlt. Auch der Ausströmer arbeitet schon. Heute hatte ich einen langen Tag, es ist 2 Uhr vorbei und jetzt schauen wir, ob der Filter funktioniert. Für das, dass es frisch eingelassen ist, ist es eigentlich relativ klar. Da wir auch so kleine Fische haben, habe ich jetzt hier ein kleines Fliegengitter da montiert. Dadurch können Babyfische nicht eingesaugt werden. Oder gesagt, Gambusen
denn Gabusen sind sehr klein. Wir füllen das Wasser nicht ganz ein, denn später kommen noch Wasserpflanzen hinein. Doch davor gehen wir noch schlafen. Wir übersiedeln jetzt die ersten Fische ins Aquarium. Zum Glück sind wir Gabusen nicht empfindlich. Die restlichen Fische geben wir erst morgen ins Becken. Die ersten Gabusen kommen jetzt ins neue Aquarium. Die Gabusen könnten alle raus aus dem Kübel, die bleiben aber drinnen. Ich werde mal schauen, ob sie dann mal rausgehen, mit der Hand reingebe. Ja, danke. Danke, dass sie mit uns gereist sind. Alle draußen. So ist es gehört. Was seid ihr jetzt? So viele kleine Fische für so ein großes Aquarium. Morgen holen wir die Piranhas, damit auch später kosten müssen. Dein Spaß! Letzte Nacht bin ich erst sehr spät ins Bett gekommen. Heute bin ich zeitlich aufgestanden und zum Aquarium gegangen. Alle Fische sind gut aufgehoben gewesen. Die im Kübel haben es auch gut. Jetzt sind wir Wasserpflanzen, damit die am Boden Verstecke haben. Zum Glück haben wir einige Gewässer auf unserem Grundstück und somit immer frische Wasserpflanzen. Die erreiche ich jetzt mit der Leiter. Dieser alte Wässerkanal gehört uns und deswegen kann ich mich mir auch Pflanzen holen. Im Vergleich zu Italien ist das wie der Nordpol. Kein 30 Grad warmes Wasser. Hier ist der Boden leicht gatschig, damit das kein Problem sein, die Wasserpflanzen rauszubekommen. Zusätzlich sind aber Brombeeren mitten in den Pflanzen, was natürlich nicht so angenehm sein wird. Dann hole ich mir noch Wasserlinsen und ein anderes Wasserkraut. Im Teich hätten wir auch noch schöne Wasserpflanzen, doch würden wir die holen, würden wir uns sehr viele Algen in das Aquarium schleppen und die bekommt man dann nicht mehr so leicht raus. Fürs Erste reicht das einmal und wir werden noch in den nächsten Tagen weitere Pflanzen organisieren. Also zum Aquarium. Mit Wasserpflanzen kann man sich so ziemlich alles ins Aquarium einschleppen. Zum Beispiel Algen oder wie in meinem Fall zum Beispiel Schnecken. Die stören mich jetzt auch sehr wenig. Auch andere kleine Wassertierchen wie zum Beispiel Wasserflöhe kann man sich auch einschleppen. Jetzt setze ich noch schnell die Wasserpflanzen rein. Diese Pflanzen grabe ich nicht ein, sondern diese lege ich nur an die Wasseroberfläche. In Zukunft werden noch weitere Pflanzen hinzukommen, doch für jetzt reicht es einmal. Fertig. Und jetzt finden wir noch die restlichen Gabusen. Die haben über Nacht einen Ausströmer drin gehabt und eben Gabusen. Um den Gabusen rauszubekommen, entferne ich einmal den Deckel. Die ersten fange ich einmal mit dem Netz hinaus. Ein paar Gabusen.
diesen extrem kleinen Busen, es wäre gut möglich, dass die auch im Kübel geboren wurden. Das heißt, irgendwo zwischen Italien und Österreich. Ich hoffe, euch hat dies hier gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Marc. Jetzt machen wir etwas anderes.